recht herzlich willkommen zurück nach einer kurzen Pause hier beim ETS 2, dem Eurotruck-Simulator mit dem ProMods 2.26. Waren wir mal kurz die Beine aus vertreten, musste dringend mal wohin und jetzt setzen wir unsere Fahrt fort. Weit ist es nicht mehr, wir haben noch knapp 141 Kilometer bis zu unserem Ziel, wo wir dann die Birnen quasi, die 15 Tonnen, abliefern können in Le Havre. So, einen Schluck Kaffee getrunken. Joa, was wollte ich jetzt erzählen? Ja, geil, ey. Planlos wieder hier. Naja, was willst du machen? Ja, auf jeden Fall, versuche ich eigentlich hier Geld zu verdienen, ne? Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. Wir wurden nämlich gerade geblitzt, wegen, ja, zu schnellen Fahrens und... Was will man machen, ne? Ist manchmal so. Da muss einmal nicht aufgepasst, kurz angesetzt, wollte was erzählen. Und dann war es auch schon vorbei. Plauel oder Pluel, ne? Nach Rennes und Le Havre, da müssen wir hin. Da fahren wir da einmal rüber und mal gucken, ob unser... Ja, ich dachte, der LKW zieht darüber. Nicht, dass wir jetzt noch einen Unfall gebaut hätten, das wäre wieder teuer geworden. Und ja, unser Kanal erfreut sich immer mehr Beliebtheit, was mich freut, was euch freut. Auch herzlich willkommen an die, die jetzt neu mit dazugekommen sind und auch die schon natürlich lange mit dabei sind. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, Kommentare werden mehr. Feedback wird mehr, finde ich richtig klasse. Auch die Interaktion mit euch, ihr macht super viel Spaß. Und na komm, fahr rüber da. Ne? Man sieht, dass die Community immer mehr wächst. Auch hier der Zuspruch zum Thema geht doch. Zum Thema ETS 2 wächst immer mehr. Der eine oder andere hat schon gefragt, wie es da mal aussieht. Hatte mich dann auch hier angeschrieben auf dem Kanal und sagte, hier, pass auf, mach doch mal Multiplayer oder so. Wenn ihr da irgendwie mal Bock habt oder so. Oder irgendjemand kennt, der jemand kennt oder wie auch immer Bock hat, mit mir mal gemeinsam mal ein bisschen rumzufahren. Wobei mit Obacht zu genießen, wegen meinen Fahrkünsten. Aber meldet euch einfach, schreibt einen Kommentar unter das Video. Würde mich da auf jeden Fall freuen, mit dem einen oder anderen von euch dann einfach mal hier eine Runde zu drehen. Und ja... Oh, Kollege Schleichschuh hier. Aber der fährt wenigstens vernünftig und wird nicht geblitzt, so wie ich, ne? Der kann wenigstens nicht geblitzt werden. Wobei, hier ging es jetzt auch an der Kurve vorbei, hat er noch viel geladen und da muss man ja mal so ein bisschen aufpassen, wenn man hier, ja, wenn man da quasi hinfährt, ne? Wir sind gleich schon da, Leute. Das ist sehr schön. Jetzt kommt nochmal so eine schicke Mautstelle hier. Gucken, ob wir da wieder latzen müssen. Aber ich glaube, wir haben beim letzten Mal gelatzt. Ich glaube, da müssten wir jetzt eigentlich... Eigentlich, ne? Mhm. Nee. Was? 220 Euro? Ist die Schranke hier vergoldet oder was? Oha, ey. Also das ist schon... Wucher, würde ich sagen, ne? Kurz geguckt, nicht, dass wir wieder einen neben uns haben, so wie in der letzten Folge, nicht gesehen und so weiter, im toten Winkel und ich habe mir das nochmal angeschaut, der war mal kurz da und dann wieder weg, aber aufgeploppt ist er nicht, also er muss, der Wagen muss wohl die ganze Zeit da gewesen sein, ne? Ist irgendwie ein bisschen komisch und jetzt fahren wir hier nach Le Havre rein und machen jetzt gleich mal ein schönes Foto hier, wir werden das Ortsschild, glaube ich, noch mitnehmen oder hier diese LED-Leuchte und zack, ja, das passt soweit. Und ja, der Wind weht aus westlicher Richtung. Jetzt geht's hoch hier Richtung Brücke und da hat er echt ordentlich zu ziehen. Also echt cooles Panorama hier, ne? Schön das Meer oder Fluss. Ich weiß gar nicht, was hier in Le Havre liegt. Auf jeden Fall ein Hafen, ne? Würde ich sagen. Und dann liefern wir das gleich ab.
fahren jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob es schon die nächste ist oder ob wir noch einen Tacken weiterfahren. Und befinden uns dann auch am Ende unserer Fahrt und werden uns dann mal überlegen, wo wir denn das nächste Mal hinfahren. Ich denke mal, wir machen wieder Richtung Deutschland rüber. Wobei, ich bin mir noch nicht irgendwie so sicher. Müssen wir mal gucken. Und ne, wenn ihr auch meine Strecke habt und ihr sagt, ja, fahr doch mal hier oder da lang, sieht echt cool aus, oder zeig doch mal da und da was. Wie gesagt, einfach melden bei mir und werde das dann in meine Tour hier mit einplanen. Ne? So, jetzt haben wir jetzt noch... Ey, das ist ein Preis. Ey, du zahlst 220 Euro, 13 Euro. Ich glaube, davor waren 64. Du bist ja arm hier auf den Autobahnen, also. Warum ist das hier eigentlich nicht in Deutschland? Was ist denn... Oh, was ist denn hier großer Zahltag heute? Ach ja, die Kreditrate. Das heißt, wir haben jetzt noch 5000 Euronen. Mhm. Gut, für den Auftrag kriegen wir natürlich ein bisschen was. Das heißt, da können wir wieder ein bisschen... Geld verdienen und fahren jetzt gleich hier ab in Richtung Le Havre. Da sehen wir auch schon links auf dem Navi unser schönes Ziel. Gucken jetzt hier nochmal links und rechts. Ah, sieht echt cool aus, ne? Industrie- und Hafengelände auf der linken Seite. Rechts ein schöner Park. Zumindest sieht das so aus. Oder eine Grünfläche. Und hier geht es dann ab Richtung Le Havre in 200 Metern, ab in Richtung Zentrum. Und wir werden dann gleich unsere Ladung dort ja, abgeben und ich glaube knapp 23.000, 24.000 dann kassieren. An unseren LKW könnten wir eigentlich auch mal was bauen. Ne, da vielleicht nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr euch mit... Mit Modding oder hier mit Repaints, also sprich hier Lackierungen vielleicht am LKW auskennt, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp oder das eine oder andere Repaint, was ihr auch mal gerne gebastelt habt. Oder ihr meldet euch einfach mal bei mir und sagt, ja, kann man hier noch sowas machen, so kannst du das machen. Dann würde ich mir da auch mal gerne ein eigenes basteln oder ihr bastelt eins für mich. Obliegt euch auch hier einfach Feedback geben und dann werde ich eure Wünsche oder beziehungsweise eure Werke natürlich auch gerne präsentieren hier. Oh, was denn? Ey, die fahren hier in Frankreich. Was war denn jetzt schon wieder? Ey, das ist ein Graus, ne? Ey, die fahren hier wie die Besenkten, ey. Mann, ey. Ey, das ist eine Chaos-Tour, ne? Unfall hier, toter Winkel, geblitzt, Dingst und... Ne. Einfach nur nervig. Wobei ich meine, ich hatte Vorfahrt hier, ne? Aber die kommen da manchmal angebrescht hier. Und da haben wir noch so eine Garage, wo wir dann... vielleicht mal nur einen Standort machen können, aber nicht hier in Frankreich. Die fahren uns ja alle hier den LKW kaputt. Das macht da irgendwie keinen Sinn. Ja, dann haben wir Garage, guck mal. Ja, sieht schon recht groß aus. Und jetzt haben wir hier einen Bahnübergang. Was? Große Silos hier auf der linken Seite. Also, waren das Silos oder das ist irgendwie so ein Elektrizitätswerk eher, ne? Hm. Richtig schönes Industriehafengelände, so wie das hier aussieht. So, da sind wir bei der Firma Globleur. Ich denke mal, wir dürfen da vorne links einparken, wo der Trailer gerade aussteht. Bestimmt da rechts neben. Ja, sieht so aus. Naja. So Leute, ich verabschiede mich schon mal von den Leuten, die jetzt wieder beim Einparken zuschauen möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao. Und die Leute, die jetzt weiter zugucken und sich das Elend des Rückwärts-Einparkens, sagen wir mal, die
die sich das antun wollen. Die bleiben wie immer dran. Ne, nehmen sich ein bisschen Popcorn. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und schauen sich dann dieses Spektakel des Einparkens an. Wir drehen jetzt erstmal, beziehungsweise wir wenden jetzt erstmal hier so ein bisschen. Na, wenden wir es ja nicht, wenn wir nämlich hier zurückfahren. Aber ich drehe jetzt erstmal hier. Und dann werden wir versuchen, hier taktisch klug uns hier rückwärts rein zu quetschen. So. Dann haben wir das auch gleich fertig. So, Rückwärtsgang rennen und dann geht's quasi auch schon los. Na komm. Ah, es geht. Also ich denke, das... Oh ja, das... nee. Ich denke, es könnte jetzt, wenn ich jetzt gerade zu und dann nochmal ein bisschen einlenke. Oha. Oha. Ja, es sieht doch noch heimlich geübt aus, Leute. Nein, ich habe nicht heimlich geübt. Oha, das sieht richtig gut aus. Hör mal. Boah. Das ist ja multo perfecto, Mensch. Läuft. Geil. Im ersten Versuch ein paar Punkte gesammelt für meinen Fähigkeitsrang, für Bonusfahrten. Level 9 sind wir jetzt. Der Enthusiast. Und nehmen wir ein paar Fernfahrten mit dazu, oder? Haben wir auch schon mal richtig schöne weite Strecken. Wo man mal quer durch Europa fahren könnte, knapp 1500 Kilometer. Und ja, wir haben ein bisschen Geld dazu bekommen. 28.000 haben wir jetzt. Und Profit der letzten 7 Tage war 92.000. Das ist, denke ich mal, ganz angenehm. Und jetzt schauen wir uns mal an, wohin wir fahren. So, wir hätten die Möglichkeit, nach Vaduz zu fahren. Nein. Oder nach London. Nach Birmingham. Hüttenkäse, leere Paletten. Was soll ich denn? Leere Paletten? Wobei? Wo Bremen? Hm. Altverpackungen. DB Schenker, Fiege. Industrie, Ruß, okay. Zement. Ja gut, Croydon wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich denke mal, Vaduz, das ist ja Liechtenstein. Ja, können wir auch hinfahren und dann da hoch wieder, aber ich bin mir gerade so ein bisschen unschlüssig. Ich denke, Mann. Wo fahren wir denn jetzt hin hier? Oder nehmen wir doch Bremen? Ich finde den Trailer ja cool, ne? Birmingham, Traktoren wäre natürlich auch eine Sache. So. Kurz ein Screen hier fürs Let's Play. Und dann fahren wir mal los. Und fahren jetzt hier Richtung Frachtplatz. Was habe ich jetzt überhaupt für eine Strecke ausgewählt? Das passt ja dann. Oha. Ey, die fahren aber auch hier, ne? Also, der Kollege hat sich jetzt aber auch ganz schön vorgeprescht hier. Wobei, gucken wir mal. Wieso 189 Kilometer? Was sind das? Hä? Was sind das für ein Schwachsinn hier? So, fahre ich jetzt 200 Kilometer? Muss ich gleich mal gucken. Fahren wir erstmal in die Richtung. Zumindest war ein Lagerhaus da vorne. Hier auf eine schöne Eco-Tankstelle oder Equa. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Was weiß ich. Wird schon irgendwie so sein. Dünn, dünn, dünn. Gucken wir mal hier, was passiert.
Was denn? Wieso fahre ich denn? Hä? Was sind das hier für ein Fehler? Was habe ich denn für einen Frachtmarkt ausgewählt? Ich wollte nach. Aber jetzt wollte ich nicht nach Bremen, Le Havre? Vaduz. Ach komm, ich nehme die Strecke hier. Habe ich die jetzt gerade nicht ausgewählt? So, fahren wir da erstmal hin. Das sieht schon besser aus, 11 Kilometer. Kurz 200 Kilometer, keine Ahnung, wohin fahren. Macht jetzt für mich meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich rede dort wieder irgendwie total, weiß ich nicht, durcheinander. Aber gut. Es ist, wie es ist. Okay, dann müssen wir gleich hier links abbiegen und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Voll die rote Welle heute irgendwie. Na komm. Los geht's. Meine Mini, ey, die Minis, ne, die sind so gefährlich hier. Die heizen hier rum. Über die Karte. Also das ist auch Rinder, mit dem ich im Unfall gebaut habe. Ne, einfach Rinder. Da nehmen die keine Rücksicht auf Verluste. Interessiert die auch gar nicht. Tangiert die nicht. So. Komm, 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 komm. Mal gucken hier, wann ich rüberkomme. Lass mal alles schön vorbeilassen hier. Ja, die lässt den, ne? Dankeschön. So, hier haben wir einen schönen Mitarbeiterparkplatz links. Und wir müssen rechts rein. Und dann nochmal links. Dann transportieren wir leere Paletten. Ah, da steht wohl schon der Trailer hier, der weiße hier vorne. Wählen nochmal fix den Auftrag aus. Und ja, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und ja, wir fahren jetzt nach Bremen in der nächsten Folge. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Abo und einen Kommentar oder schaut einfach dieses schöne Video, beteiligt euch hier weiter an der Community und ja, lasst sie weiter wachsen. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Humer.